bevor wir schlafen gehen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, ob sich das lohnt. Ja doch, schon wieder ein Creeper. Oh Leute, ich erschrecke mich ja mal wahnsinnig. Feel the magic of Minecraft Fantasy. Okay. Gehen wir mal hoch. Ah ja, und dann machen wir jetzt die Türme als nächstes. Ich weiß übrigens immer noch nicht genau, was wir, ob wir hier an der Seite noch Dinge in die Türme einbauen. Die Frage gebe ich gerne mal in die Runde, wenn ihr Ideen habt. Walls hatte ich ja überlegt, aber dann habe ich das versucht und dann sah das nicht so gut aus. Übrigens erinnert ihr euch, warum wir ursprünglich angefangen haben, in der Mitte auszufüllen? Nicht wegen des Technikraums, sondern um komfortabler bauen zu können. Das hilft uns auf dieser Seite natürlich überhaupt gar nichts. Nee. Weil auf der Seite immer noch Wasser ist. Aber wir wollen ja auch dieses Wasser bestehen lassen. Und hier komme ich auch so dran, ganz gut eigentlich. Genau, trotz Wassers. Auf der anderen Seite wird das gleich nur spannend. Ist das so? Das ist so, okay. Aber an sich sieht das gar nicht schlecht aus. Hier können wir auch gerade runterziehen. So. Okay. Die Seite und dann noch die Seite hier. Na, da fehlt jetzt oben einer. Muss in dem Moment, wo man oben ist im Wasser, muss man den Block setzen. Genau. Und dann funktioniert das auch. Da auch hin. Sehr gut. Sehr gut. Und hier ist noch Wand. Kann man auch zuziehen. Machen wir das doch gerade mal ein bisschen. Ich weiß nicht, das sind ja so Sachen, die sieht man auch als Gast sozusagen nicht. Jetzt würde ich es natürlich super finden, wenn da oben auch noch einer drin wäre. Na? Nein. Ach, jetzt geht das los. Das wird jetzt lange dauern. Ich setze den gleich von oben. Erinnert mich dran, wenn ich es vergesse, dass ich ihn gleich von oben setze. Und dann ziehen wir den Turm jetzt hier auch noch gerade flux runter. Na, so. Und hier auch. Na. Ah, manchmal bildet das halt so nah. Nein, das sollte ich doch sein lassen. Man versucht das doch immer wieder, aber ich muss sowas sein lassen. Das sind auch die Momente, wo ich dann im Nether oder im End sterbe immer, wo ich dann etwas doch nochmal mache, wo ich immer gesagt habe, lass das sein, mach es bequemer. Nein, geht nicht anders. Taris muss das immer sofort dann machen und dann geht es öfters mal in die Hose. Ist eben so. Aber das ist hier sehr unkomfortabel. Ich bin geneigt dazu zu sagen, wie sehr mich das gerade hier nervt mit dem Wasser. Aber das, ich habe es mir ausgesucht. So, so. Und hier auch noch zumachen. Können jetzt natürlich in den Säulen irgendwelche Drowns spawnen, glaube ich, bin mir nicht sicher. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da für den lieben YouTube-Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Jetzt ist da noch dieser komische Seitenarm dran. Hier wollen wir diese Nase, die wollen wir natürlich auch nicht haben. So. Und hier müssen wir auch noch gucken. Holzboden hatte ich ja gesagt. Jetzt ziehen wir da gerade die Türme hoch. Wie viele Bricks habe ich denn jetzt noch? Effektiv. Diesen einen Stack, aber ist noch Cleanstone da. Den brauchen wir jetzt erstmal ja nicht wieder. Und die ist sogar genau durch 4 teilbar. Das sollte hoffentlich reichen. Hier sind ja auch noch ein paar. Jetzt machen wir erstmal den hier von der Seite. Ja, klappt auch viel besser. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, sage ich immer.
Hier sind schon zwei Türme fertig. Und diesen hier kriegen wir von der Seite ganz gut gebaut. Ohne großartig ins Wasser zu müssen. Gerade wenn man hier genau zubaut. Jetzt muss ich doch darunter gerade. Und da ist noch mehr. Das ist noch gar nicht angekommen an der Stelle. Ja. Und dann haben wir hier noch Turm. Turm, Turm, Turm. So. Na. Es ist doch ein Ausdauerspiel hier mit diesem, mit dem Wasser. Es ist das Wasser. Eindeutig. Weil hier von der Erde, vom Land aus, baut sich das viel besser. Und wenn man das nicht so hektisch macht, dann haut man auch nicht die Blöcke dazwischen, daneben. Gut. Und hier fehlt noch welche. 1, 2, 3, so. Ziehen wir das von unten hoch, genau wie geplant. Die Türme auch hier im Wasser vollständig sind. Nicht, dass es heißt, wir hätten wieder gespart. Und das würde alles keinen Sinn ergeben und das wäre ein unlogisches Bauwerk. Und da wird es auch schon wieder Nacht am Horizont. Ja, aber schick. Die Türme sind fertig. Hier, das nehme ich auch mal irgendwann weg, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ach, schön hier unser Farmhaus. Wie herrlich das da aussieht, oder? Hinten so erleuchtet. Mit den Bäumchen. Da oben kommt Rauch aus dem Kamin. Ich habe ja den Ofen angeschlossen. Den Smoker, damit es unsere Tiere schön warm haben, wenn es draußen kalt ist. Ja, da müssen wir noch den Wachs jetzt mal gerade holen und wenn wir geschlafen haben, das Dach wieder weiter waxen. Bevor wir schlafen gehen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, ob sich das lohnt. Ja doch, schon wieder ein Creeper. Oh Leute, ich erschrecke mich ja mal wahnsinnig. Wenn diese Creeper kommen, Alter. Krass. Wo kommen die denn auch immer her? Wahnsinn, ey. Alter, das macht mich fertig. Krass. Krass. Wow. War jetzt so nicht geplant. Genau. Ich hau jetzt mal eine, sagen wir mal zwei Bricks in den Ofen, um Crushed Bricks zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, genau, dann nehme ich die mal mit. Die brauche ich jetzt nicht. Wir haben Stairs, wir haben Slabs. Und was macht sich noch ganz gut? Cobble ein bisschen. Ja, ich will den Weg nicht so schrabbelig machen, wie man das kennt. Also mit Andesite und Cobble und das kommt später an anderer Stelle. Der Eingang soll doch einigermaßen sauber sein, aber ich könnte mit Woodplanks... Ach nee, auch nicht. Wir lassen das mal so, wie es ist. Gehen nochmal eine Runde pennen. Aber gegen so ein paar von dem Cracked Stone hier kann man die schon mal austauschen. Das ist kein Thema. So, hier ein paar Cracks, da ein paar Cracks, 10 Stück. Einfach mal, so ein Boden ist ja, den kann man ja pflegen, wie man möchte. Wenn der so in die Jahre gekommen ist, dann crackt er ja immer mal ein Stückchen raus. Das ist ja gar nicht gut behebbar. Guck mal hier, der alte Zombie, der da war. Okay, Wax, nee. Warum? Das ist spannend, weil ich bin ja hier auf dem. Ach so, aus irgendeinem Grund habe ich die jetzt in der Offhand. Das muss ich natürlich auch nicht haben. Oh. Den haben wir schon. So, mal oben gucken. Da waren nicht viele, 4, aber die anderen zwei, die da oben sind, sind. Nee, der da ganz oben, der ist auch neu. Muss das schnell machen, wenn man das sieht. Denn es gibt ja noch zwei weitere Oxidationsstufen und die wollen wir nicht haben. Wir wollen ja genau diese haben. Jetzt gucken wir allerdings, wie viele Folgen wir da schon dran sind mit diesem Waxen. Ne, den habe ich auch schon. Ah, sieh an. Okay. Na dann. Hier ist genau, hier werden wir unser Item eingeben. Hier kommt der Illusioner hin. Und wir werden uns jetzt damit befassen, wie wir hier den Eingang noch etwas verschönern. Und da habe ich mir gedacht, dass wir zum Beispiel hier mal Stairs drunter setzen. Gucken einfach mal, wie das aussieht. Wir müssen immer nur gucken, dass hier zwei Blöcke frei sind, damit wir den Illusioner sozusagen nicht abdecken. Ja, das ist okay.
Und dann müssen wir, wollen wir hier natürlich noch ein bisschen mehr Tiefe in diesen ganzen Bereich bringen. Ja, den lassen wir jetzt mal, den Crack lassen wir jetzt mal außen vor. Erst hier zum Beispiel. Kann man das alles so ein bisschen abstufen. Das ist gar nicht so schlecht, die Idee. Ja, dann machen wir das hier nämlich auch noch. So. Ich habe, glaube ich, die Idee. Warte mal, wie hier schließt das damit ab? Hier auch, ja, ist ja super. Hier machen wir die dreimal weg. Ich habe eine andere Idee. Ich habe die Idee, weiter mit Kupfer zu bauen, ad acta gelegt, weil im Moment, weil dafür brauchen wir dringend eine Kupferfarm, definitiv. Anders ist das einfach nicht machbar. So, das ziehen wir jetzt hier runter. Hier steht der Illusioner, der hat zwei Blöcke. Da ist der dritte, genau. Dann bauen wir hier mal zu. So eine Art Rand. Den kann man hier auch noch bauen. Und... Na super, das sieht doch gleich schon nach was aus. Dann können wir hier in die Mitte nämlich die Slabs packen. Ja, schön, schon sieht das gleichmäßig aus. Aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden hiermit. Da muss noch ein bisschen mehr, muss immer von diesen Treppen rein. Das ist wie eine Sucht. Ja. Ich glaube, das ist jetzt etwas zu viel. Ja, das ist zu viel. Vielleicht kann ich dem Illusioner aber hier auch einen anderen Hintergrund geben. Zum Beispiel steht der vor Gold. Nein, der steht vor Glazed Terracotta, oder? Ist das gut? Ich finde das immer ein bisschen ärgerlich manchmal, dass man aus Glazed Terracotta und Terracotta keine Stairs und keine Slabs machen kann. Das würde ja wieder so viele, unendlich viele mehr Deko-Möglichkeiten aufmachen. Aber offensichtlich will man das bei Mojang nicht. Können wir noch zwei Treppen hinsetzen. Es hat sich schon eine Menge getan. Es sieht schon besser aus als sonst. Aber es ist irgendwie noch so Ton in Ton. Da könnte man, womit könnte man da denn noch arbeiten? Wenn ihr Ideen habt, sagt Bescheid. In der Zwischenzeit baue ich hier dieses Ding schon. Aha, da ist nämlich unser Technikraum drunter. Dann weiß ich, was ich mache. Ich mache das nämlich jetzt hier zu mit Dirt. Vielleicht könnte ich aber auch ein bisschen mit Holz arbeiten da am Eingang, oder? Was meint ihr? Ein bisschen mit Spruce, wenn ich so ein paar von diesen... Lasst uns das mal probieren mit Spruce oder sowas. Mit Spruce? Ja, schon. Lasst uns das mal probieren. Wir schnappen uns irgendwo mal einen Spruce-Baum sozusagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.